Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Mythic Plus Dungeon. Wir sind im Rubin-Lebensbecken, auch wieder auf der Stufe Mythic 2. Das wird auch so mein Reckenpferd werden, weil es gibt da einmal eine Einhandwaffe und einmal einen Dolch abzugreifen, den ich brauchen werde. Muss ich nämlich dann so lange rein, bis ich die Hauptwaffe habe und danach so lange rein, bis ich die Nebenwaffe habe. Weil eine Waffe droppt nur auf Gesetzlosigkeit und eine nur auf Meuchel. Sehr fair. Weil der Outlaw-Schurke braucht einen Dolch in der Nebenhand und einen und eine Nahkampf, also eine Hauptwaffe, wie ein Streitkolben, eine Axt oder ein Schwert in der Mainhand. Und da führt leider kein Weg dran vorbei, dass man dann gewisse Dungeons öfters machen muss. Aber wir wollen ja eh die Wertung mitnehmen. Wir wollen uns verbessern. Wir brauchen die Klamotten. Deswegen nehmen wir da einfach mit, was kommt. Rubin-Lebensbecken, wie gesagt, wird dann wahrscheinlich so die Main-Instanz erstmal werden. Dann für das Schmuckstück, habe ich in der letzten Instanz gesehen, ist dann die Hallen der Tapferkeit. Wer sich jetzt denkt, Moment, Hallen der Tapferkeit war doch in Legion eine Instanz. Ja, sie haben es wieder getan, nur diesmal ganz am Anfang, dass sie Instanzen aus altem Content aufgewertet haben, was ich allerdings sehr schade finde, weil lass doch erstmal die Instanzen auslutschen und dann kann man das immer noch machen. Das sind wieder keine Burning Crusade Instanzen leider. Hier muss man auch noch aufpassen, hier darf man nicht in die Eier treten. Also darf man förmlich den Leuten nicht auf die Eier gehen. Weil sonst die hier getriggert werden und rauskommen. Doch wieder viel zu oft die Buffs auslaufen. Meine Verbündeten haben sich geopfert, damit ich diese Eier in ihren natürlichen Zustand zurück. Ihr werdet euch nicht einmischen. Ja, da können wir erstmal Punkte verschwenden. Ich weiß gar nicht, ob man das so früh kicken soll. Ich denke mal schon, sobald es frei ist, kicken, fertig. Und ich habe wieder Buffs auslaufen lassen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay. Auf die Rachen warten. Nehmt mich mit. Hi. Celestra. Hi, hi. Gute Arbeit, Champion. Jetzt, wo ihr die Betten unten gesichert habt, brauche ich hab jetzt Betten verstanden. Das ist natürlich hier, der letzte Boss ist ein bisschen, den finde ich schon in heroisch oder normalmütig blöd. Eine mächtige Primalistin will alle Nistplätze verbrennen.
Ihr müsst sie freiräumen, um zu ihr zu gelangen. Ich überwache die Lage von oben und stelle den Drachen, der diesen Angriff anführt. Muss mal hier im Fokus setzen. Schnell, nehmt die Eier! Rettet so viele ihr nur könnt! Ich auch lange nicht mehr gemacht, einen Fokus gesetzt. Ja, okay, geil. Okay, denk mal da. Ich hab mir noch gedacht, in welche Richtung laufe ich denn, wenn das Ding explodiert? Wäre ich lieber in die andere Richtung dran? Aber so stehe ich direkt an den Gegnern dran. Ist doch gerade noch rausgekommen. Frag ich mich, warum der so weit außen rum rennt und ich renne auch noch hinterher. So, jetzt ist auch noch sehr viel wirklich buggy, weil hier der läuft wirklich so seitwärts, so ganz komisch. Ganz ehrlich sagen, so diesen Raktür-Buff, der kann ja irgendwas von uns verbessern. Diese 15 Sekunden Abklingzeit von Sprinten merke ich gar nicht. Kriege ich aber auch auf dem Semmel. Okay. Heiler down. Das sind dann so Unaufmerksamkeiten, die kriege ich jetzt gerade noch nicht so mit, weil ich mich sehr stark darauf halt konzentriere, was ich tue. Ich werde
werde die Opfer meiner Verbündeten ehren und selbst in euch brennen. Mach mal. Werde von der Flamme überwältigt. Das war auch wieder mehr recht als mehr schlecht als recht. So. Brecht aus ihrer Macht hervor. Und so schlimm ist der Boss eigentlich gar nicht. Der wird bestimmt in Schluss, also in mehreren Stufen schon böser sein. Alleine schon wegen dem Elementar, wenn dann da keiner drauf geht, wenn er sein Inferno die ganze Zeit durchcastet und so. So, hier würde ich nicht zu viel brüllen, lieber Tank. Jetzt kommt die Arschloch-Gruppe, sag ich mal. Ja, ich habe das böse Wort gesagt, weil den muss man auf jeden Fall so oft es geht unterbrechen. Das kann man leider nicht unterbrechen. Kann man nur entgegenwirken. Ah. Und ich unterbreche oder versuche das zu unterbrechen, was halt nicht geht. Ja, jetzt ist ja ein Staun, der da drauf sitzt. Und da haben wir den Drachen down. Den hätte ich gerne als Reittier. Oder als Pet später für den Jäger.
urzeitliche Essenz läuft. Heuriges Tuch mit Tempomeisterschaft bei ihm. Da ist ein Kettenhelm, Vielseitigkeitmeisterschaft. Ja, alles unbrauchbar für den Schurken. Bedanken wir uns mal in der Gruppe X. Und zurückporten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wie immer in der nächsten Mythic Plus Instanz. Und bis dann. Ciao.